Waldemar Hirsch ist hochkonzentriert. Er hat viel Verantwortung, arbeitet in einem Hightech-Job. Der 28-Jährige ist Spezialist an der sogenannten CNC-Maschine. Er programmiert die Anlage, die passgenaue Holzteile schneidet und fräst. Als er vor 8 Jahren zur Firma Padati nach Wittlich kam, hatte er sehr schlechte Deutsch- und Mathe-Noten. Seine Perspektiven für eine Ausbildung gleich null. Ja, das ist halt immer so, wenn man sieht die Note und dann denkt man direkt, ja, das wird eh nichts, aber dann habe ich halt meine Chance bekommen. Und ja, ich konnte ausgerechnet dann in diesem Mathe-Bereich zeigen, dass es absolut kein Problem ist. Die Chance seines Lebens. Waldemar verdankt sie seinen Chefs Daniel Kraut und Patrick Teusch. Die beiden Schreinermeister gründeten ihre Firma 2004. Von Anfang an haben sie junge Menschen wie Waldemar aufgenommen, die auf dem Ausbildungsmarkt kaum Chancen haben. Also der Waldemar ist für uns ein Paradebeispiel und gibt uns auch die Bestätigung, dass wir eigentlich genau das Richtige machen. Unser Erfolgsrezept liegt darin, dass wir die Menschen so nehmen, wie sie sind und ihnen halt einfach mal die Möglichkeit geben und die vielleicht einfach mal aus ihrem normalen Umfeld rausnehmen und hier bei uns in ein geschaffenes System versuchen zu integrieren. Mehr als 50 Jugendliche aus schwierigen sozialen Verhältnissen haben in der Schreinerei in Wittlich ein Praktikum gemacht, 10 sogar eine Ausbildung absolviert. Natürlich gibt es nicht nur Erfolgsgeschichten. Wir haben auch schon hier die Polizei stehen gehabt, die Drogenfahndung, wir haben alles schon miterlebt. Ich meine, dann ist natürlich auch ein Moment, wo man dann anfängt und rudert zurück oder man bricht die Sache ab. Aber trotzdem sollte man einfach mal die Chance geben, es vielleicht zu versuchen. Es sind einige Jungs dabei, die oder auch Mädels dabei, die einfach nur einfach einen zweiten Anlauf brauchen. Dominik hat eine Lernschwäche. Außerdem stellten Psychologen autistische Züge bei dem 21-Jährigen fest. Als Dominik vor 5 Jahren kam, sprach er kaum und schaute immer nur auf den Boden. Heute ist er viel selbstbewusster, hat sogar eine Ausbildung zum Holzverarbeiter geschafft. Ja, die Möbel, die wir bauen, sind schön, die kann man aufzubauen. Mit den Menschen zu arbeiten macht Spaß. Für Daniel Kraut ist das Engagement für benachteiligte und lernbehinderte Jugendliche eine Herzensangelegenheit. Mein Bruder ist von Geburt an schwer herzkrank gewesen. Ich sag mal, man wird in einer Familie groß, wo auch einfach nicht alles immer perfekt ist. Und man kann sich das ja nie aussuchen. Und so geht es den Jugendlichen hier halt auch. Sie werden auch oft in der Familie vielleicht groß, wo die Eltern vielleicht ganz, ganz schwierig sind. Und ja, man muss halt auch dann einfach mal offen sein für anderes. Firmengründer Patrick Teusch und Daniel Kraut haben zwar mehr Arbeit, gehen aber jeden Tag mit dem guten Gefühl nach Hause, Jugendlichen die Chance ihres Lebens gegeben zu haben. Nico hat jetzt dringend angefangen.